Was geht, Corey hier? Geht's euch gut? Ich wurde letztens auf Instagram gefragt und es kommt häufiger vor, über eine Bibelstelle. Ich habe dieser Person alles gesagt, was ich dazu weiß und ich hoffe, ich konnte ihr helfen. Aber dann hat er mich noch eingeladen und hat gesagt, hey, willst du nicht am Wochenende bei einem Seminar dabei sein? Auch das habe ich häufiger schon mal gehabt, aber meistens habe ich keine Zeit, weil ich habe zum Beispiel donnerstags eine Bibelstunde auf Discord, falls ihr dabei sein wollt, könnt ihr gerne dabei sein. Aber ich habe meistens zu viel selber zu tun, um an extra Bibelstunden teilnehmen zu können. Aber dann, ein paar Tage später, habe ich wieder eine Nachricht bekommen, mit einer anderen Stelle. Und ich habe die erklärt, so gut ich konnte, und wieder wurde ich eingeladen zu demselben Seminar. Und dann ist mir eingefallen, dass wir kurz vorher in unserer Gemeinde über diese Shinshonshi-Sekte gesprochen haben. Und da wurde uns gesagt, dass wir davor aufpassen sollen und wieso es eine Sekte ist und so weiter und so fort. Und dann wurde ich wirklich neugierig, weil ich wurde persönlich angeschrieben und bin das erste Mal in Kontakt mit dieser Sekte gekommen. Und dann habe ich mir gedacht, okay, mache ich ein Video. Leider bin ich ein bisschen faul und brauche für alles ein bisschen, denn die Planung für dieses Video habe ich am 22.02. angefangen. Also schon 2 Monate, die ich dieses Video plane. Und dann habe ich mir einfach nur gedacht, ich muss ein Video darüber machen. Ich möchte unbedingt tiefer in die Lehre reingehen. Tiefer, was machen sie, was lehren sie, an was glauben sie und was ist einfach falsch daran? Denn es gibt Christen, die sich in diese Sekte verirren, weil sie nicht die Wahrheit wissen. Und ich möchte hier die Wahrheit erklären, so dass niemand mehr auf diese Sekte reinfällt. Aber ich möchte natürlich niemanden schlecht reden. Niemand, der in dieser Sekte Mitglied ist. Wieso? Weil dort viele wirklich dran glauben und sie einfach wirklich verloren sind und wir nur für sie beten können, damit sie die Wahrheit erfahren. Ich habe für dieses Video mit Mitgliedern, Lehrer und Aussteiger gesprochen und versuche jetzt alles, was ich herausgeholt habe, in einem Video zusammenzufassen. Und deshalb kann es sein, dass das Video ein bisschen länger wird. Ich hoffe, ihr habt Geduld mit mir. Shinshonji bedeutet neuer Himmel, neue Erde. Sie kommt aus Korea und wurde 1984 von Manhi Lee gegründet. Er ist der versprochene Pastor der Endzeit. Er hat angeblich die Offenbarung offenbart bekommen und diese lehrt er jetzt mit seiner Gemeinde. Mitglieder nennen es auch SCJ und darum werde ich das meistens jetzt auch sagen. Aber wie kriegen sie dich? Gefährlich ist diese Sekte, weil sie dich mit falschen Hoffnungen catchen. Hier in Deutschland, verstärkt in Berlin, Frankfurt und Essen, aber auch in allen anderen Städten oder vor allem auf Social Media versuchen sie dich einfach anzuschreiben. Du kannst sie auch auf der Straße treffen und sie versuchen sich dann einfach mit dir anzufreunden. Außerdem versuchen sie sich immer mal wieder in eine Gemeinde zu integrieren. Mit einer Person, mit der ich geredet habe, hat gesagt, dass sie diese Person fast ein ganzes Jahr kannte und sie nur ab und zu mal über den Glauben geredet haben. Später kam es aber dann dazu, dass sie Bibelstunden hatten über Instagram. Und dann wurde diese Person eingeladen zu unterschiedlichen Seminaren und Kursen. Das Blöde ist ja, dass viele Christen nicht wirklich einen festen Glauben haben. Das ist ja auch noch am Anfang okay, weil du kommst ja gerade rein und wenn dir dann irgendwas Falsches versprochen wird, kann es natürlich sein, dass du darin fällst. Sie lügen und schwindeln, um Leute zu gewinnen. Und das geben sie sogar zu. Sie sagen nämlich, ja, weil sonst kommt ja niemand zu uns, weil wir ja so einen schlechten Ruf haben. Aber für mich ist eindeutig, Lüge ist Sünde und so gewinnst du niemanden für Jesus. Zu Beginn haben sie nämlich verheimlicht, woher sie eigentlich kommen. Den einen haben sie gesagt, ja, wir sind eine ganz kleine Gemeinde und wir kommen nur so zusammen. Den anderen haben sie einfach den Namen nicht gesagt und das ist alles schon ein bisschen merkwürdig. Sie haben auch sogenannte Tarnmitglieder, Mitglieder, die nur da sind, um auf die Neuen aufzupassen und sicherzugehen, dass sie auch regelmäßig kommen und dass sie nicht irgendwie in eine andere Gruppe ausweichen. Und das hört sich doch ganz klar an wie 2. Timotheus 3, Vers 6. Denn zu diesen gehören die, welche sich in die Häuser einschleichen und leichtfertige Frauen einfangen, welche mit mancherlei Sünden und von mancherlei Lüsten getrieben werden. Das Ding ist, sie können ja nur Leute einfangen, die ein falsches Verständnis haben, aber wie es auch hier im Vers sagt, sie haben ein falsches Verlangen nach etwas, was wir gar nicht wissen müssen. Und das angeblich hat diese Shinshonshi-Gemeinde für diese Person. Und in diesem Vers spricht es von dem geistlichen Niedergang oder Untergang in den letzten Tagen. Mittlerweile versuchen sie sich nicht mehr anonym zu geben, sondern eindeutig zu sagen, wo sie herkommen. Aber das ändert ja nichts daran, dass sie es gut geheißen haben, zu lügen und zu schwindeln.
und sie immer noch sagen, ja, das musste halt passieren. Und man merkt einfach, wenn man sich mit diesem Thema auseinandersetzt, dass die Früchte von dieser Sekte schlechte sind. Matthäus 7, Vers 16 sagt, an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Und ich finde, es ist eindeutig bei ihnen, dass sie schlechte Früchte haben. Aber was passiert, wenn du doch zu diesen Seminaren gehst? Ich war bei einem dieser Seminare. Und es war eigentlich eine ganz normale Bibelstunde über Gleichnisse und das Himmelreich. Wo ich aber auch schon gemerkt habe, sie fokussieren sich auf etwas, was gar nicht so wichtig ist. Also, wie der Himmel wirklich aussehen wird. Was interessant ist und viele wahrscheinlich wissen möchten. Aber was nicht essentiell ist für unsere Errettung und für unsere Aufgabe hier auf dieser Erde. Aber erstmal nichts dabei. Und nach diesen Seminaren bieten sie dir an, an weiteren Kursen teilzunehmen. Sie haben drei verschiedene Stufen. Du fängst an mit der Grundstufe, die 4 Monate lang geht, dann kommt die Mittelstufe, 2 Monate und dann die Oberstufe. In dieser Zeit wird dir dann beigebracht, was die Gleichnisse alle bedeuten und vor allem, was die Offenbarung sagt. Und nicht so wie wir jetzt eine Bibelstunde über die Offenbarung machen würden, wo wir sagen, ja, das könnte das bedeuten oder das bedeutet das und das und das. Nein, nein, Manhi Lee hat ja die Offenbarung bekommen. Er kann euch sagen, Vers für Vers, genau was es bedeutet. Und natürlich ist das, wenn du neugierig bist und wenn du so etwas wissen möchtest, obwohl Jesus uns gesagt hat, dass niemand das wissen kann, außer der Geist Gottes, können sie dich natürlich damit einfangen. Diese Zeit ist dann praktisch wie eine Uni. Du musst Tests schreiben, du musst alles abschreiben, was sie dir vorgeben. Screenshots sind natürlich nicht erlaubt. Und ich habe über 118 Seiten gesehen mit Grafiken und Erklärungen und was kann das bedeuten, was bedeutet dies und so weiter und so fort. Und das alles müssen sie abschreiben in dieser Zeit. Du bekommst auch Hausaufgaben und du bekommst letztendlich sogar ein Zertifikat, dass du diesen Kurs gemacht hast. Ist ja alles schön und gut. Und sie wollen dann auch, dass du deine Kamera anmachst, weil das ist ja alles online. Aber da wird es dann viel zwingender. Und zwar habe ich eine Geschichte gehört, dass so lange gewartet wurde, bis diese Person diese Kamera angemacht hat. Und es ist ja nicht so, dass sie dir mit dem Messer in den Rücken stechen und sagen, du musst die Kamera anmachen. Nein, es ist alles dieses passiv-aggressive, so, oh ja, alle Leute, die jetzt gerade hier sitzen, komm, wir warten jetzt, bis diese eine Person endlich die Kamera angemacht hat. Weil es ist doch so viel schöner, wenn wir uns alle sehen. Es ist natürlich kein Drohen, aber es ist dieses passiv-aggressive und dieser Druck, den du das erste Mal dann spüren wirst. Du wirst dann über 10 oder 15 Stunden in der Woche Bibelstunden haben müssen. Und du darfst natürlich auch keine Bibelstunde verpassen. Wenn du zu einer Bibelstunde nicht kannst, musst du das vorarbeiten. Wenn du in den Urlaub willst, solltest du gutes Internet haben, damit du auch im Urlaub dabei sein kannst. Und versteht mich nicht falsch, ich bin ein Fan von 24 Stunden am Tag Bibelstunde machen, wenn du das möchtest. Wenn du Freude daran hast. Aber es ist kein Muss. Du musst es nicht tun. Und du bist die Person, die das entscheidet. Das Problem, und da komme ich später natürlich noch viel tiefer drauf, ist, dass sie damit drohen, dass du dein Heil verlierst. Weil die sagen, du musst das wissen, um gerettet zu werden. Was natürlich so ein Quatsch ist. Aber du weißt es ja nicht besser. Du denkst, du musst jetzt zu diesen Seminaren, weil sonst wird es gefährlich. Eine Person hat nämlich auch gedacht, so, was ist, wenn ich jetzt mein Heil verliere, wenn ich da nicht hingehe? Wenn du dann ein Teilnehmer bist, hast du auch einen Helfer über dich. Einer, der schon länger dabei ist, der aufpasst, dass du natürlich erscheinst und vor allem, dass du auch mitkommst, dass du alles verstehst, was da gelehrt wird. Und sie sagen auch, ja, prüfe alles nach. Das Problem ist aber, dass sie für alles irgendeine erfundene Lösung haben. Ich habe auch Screenshots von WhatsApp-Nachrichten bekommen, wo diese Person gedrängt wurde, also wie gesagt, nur passiv-aggressiv, dass sie doch da sein soll und dass sie jetzt nicht in den Urlaub fahren kann und dass es blöd kommen würde, wenn sie was verpasst. Ach ja, und alleine Bibel lesen ist auch nicht gewollt. Also nicht wirklich, weil es geht nur darum, was sie dir lehren, nur deren hunderte von Folien, die du genau so verstehen musst, wie sie da angezeigt werden. Außerdem, dadurch, dass alles online passiert, kannst du jetzt nicht mal schnell einen anderen Mitglied fragen, so, hey, wie geht's dir, was machst du so, was sind deine Hobbys, wie auch immer. Du bist ja getrennt von allen anderen da. Die einzigen Ansprechpartner, die du hast, ist dein Helfer und vielleicht die Person, die dich zu diesem Seminar gebracht hat. Und irgendwann dann bist du dann Mitglied, wenn du das alles aushalten konntest.
Deine Gebete kommen übrigens bei Gott auch nicht an, bevor du Mitglied bist. Und wenn du dann doch gehen möchtest, wirst du mit etlichen Nachrichten bombardiert. So, hey, du kannst doch nicht gehen, bla bla, es ist so wichtig und pipapo. Und das ist, wie sie dich da halten. Indem sie sagen, die Offenbarung, du musst die Offenbarung wissen, um gerettet zu werden. Und wenn du das jetzt glaubst, lies Römer 10, Vers 9 bis 15. Wo es heißt, wenn du mit dem Mund Jesus als den Herrn bekennst und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Und dazu habe ich auch ein Video gemacht. Wie kommt man in den Himmel? Ich habe den Link unten in der Beschreibung. Schau es dir nach diesem Video an. Aber wenn du sagst, und was ich auch gehört habe, ist, diese Zeit hat mich schon gestärkt. Dann sage ich natürlich, wenn du dich mit dem Wort Gottes, dem lebendigen Wort Gottes beschäftigst, klar, kriegst du seine Kraft. Aber das Problem ist, dass du nicht das Essentielle lernst, was du wissen musst. Du wirst dort wirklich gebrainwashed. Du musst Sachen wiederholen, damit du sie irgendwie glaubst, obwohl du dir nicht sicher bist, ob sie wirklich stimmen. Aber kommen wir zu der Lehre, zu dem, wo ich am längsten gebraucht habe, um herauszufinden, was glauben sie eigentlich? Also ja, wir haben jetzt herausgefunden, du musst die Offenbarung wissen, um gerettet zu werden, aber was glauben sie oder was glauben sie nicht? Weil ich habe einige Videos geguckt, wo es einfach nur darum geht, okay, Sekte, sie machen dies und sie machen das. Aber vielleicht sagst du dir, ja, die haben halt einen schlechten Ruf, aber die lehren nichts anderes als die Bibel. Fair. Und genau aus diesem Grund möchte ich herausfinden, was lernen sie? Weißt du, was lehren sie? Und wovon sollen wir uns fernhalten? Das erste, was ich herausgefunden habe, ist, dass ihr Glauben sich auf 4 Kategorien aufteilt. Erstens das Geschichtliche, dann die Lehre, dann die Prophezeiung und dann deren Erfüllung. Das ist auch das, was du in den Kursen durchnimmst, aber vor allem Fokus auf die Offenbarung. SCJ glaubt, dass Gott am Ende noch einen Hirten schickt oder schon geschickt hat, dem er die volle Wahrheit weitergibt, damit er sie mit seiner Gemeinde teilen kann. Dafür nutzen sie die Bibelstelle Offenbarung 10, 11 und 22, 16. Es gibt aber keinen Bibelvers, der sagt, es wird noch jemand kommen, noch jemand anderes als Jesus. Ganz im Gegenteil. Paulus sagt, dass Gott niemanden mehr so schicken wird wie die damaligen Propheten. Hebräer 1, 1 bis 3. Sie nehmen einfach irgendwelche Verse aus dem Kontext. Offenbarung 10, 11. Hier heißt es, dass Johannes die Botschaft von einem Engel bekommen hat. Johannes bekommt einen Einblick in etwas, was so kryptisch ist, dass man das nicht erklären kann. Offenbarung 22, Vers 16, was hat das mit Manihili zu tun? Hier geht es darum, dass Jesus seinen Engel schickt. In Offenbarung 1 heißt es ja, dass Jesus einen Engel zu Johannes schickt, damit er die Botschaft weitergibt. Und in Offenbarung 16 steht auch nochmal Jesus und dieser Engel. Aber da das alles in der Offenbarung so grau, wie Crosstalk auch gesagt hat, grau beschrieben wird, ist es leichter, irgendwas reinzusetzen, was mir dann passt. Man sieht doch ein bisschen so an Engel, Johannes, Botschaft, weitergeben, sodass das einfach nur auf diesen Manhili angewendet wurde. Was aber nicht stimmt. Die Shincheonji-Gemeinde glaubt nicht an den Heiligen Geist, so wie wir an den Heiligen Geist glauben. Wenn in Johannes 14, 16 steht, ich will meinen Vater bitten und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch bleibt in Ewigkeit, geht es nicht darum, dass er den Heiligen Geist schickt, was wir ja glauben. Nein, sie glauben daran, dass Manhili, dass er dieser Beistand ist. Und sie haben, wie gesagt, mehrere Bibelstellen, die sie einfach auf Manhili anwenden. Erstens heißt es hier ganz klar, in Ewigkeit, das heißt, er bleibt für immer. Manhili ist ein Mann und auch das wird von denen bestätigt. Er ist nur ein Mann. Also er ist ein großartiger Mann, der eine Offenbarung bekommen hat, aber er ist nur ein Mann. Also bleibt er nicht ewig, er stirbt irgendwann. Und zweitens, wenn wir diesen Vers weiterlesen, dann erklärt Jesus doch, von wem er spricht. Den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann. Denn er bleibt bei euch und er bleibt in euch. Es ist doch der Heilige Geist, nicht ein Mensch. Sie sagen nämlich, der Heilige Geist, der auf die Apostel gekommen ist, und dann haben sie Gaben bekommen, ist nicht derselbe, von dem Jesus hier spricht. Klar, wenn du sagst, dieser Beistand, Geist Gottes, das ist Manihili. Okay, dann ist verständlich. Aber wir wissen ja, der Geist Gottes ist schon gekommen. Wir haben den Heiligen Geist in uns. Er hat den Aposteln Gaben gegeben und hilft uns, die Schrift überhaupt zu verstehen. SCJ
sagt, was Jesus am Kreuz getan hat, genügt nicht. Sie würden es nicht so ausdrücken, aber im Endeffekt heißt es das. Denn es heißt, du musst ihren Kurs machen oder musst ihn machen wollen. Und du musst zu ihnen gehören. Bei ihnen ist auch alles das falsche Verständnis mit den 12 Stämmen und den 144.000 und so weiter und fort. Alles komplett aus dem Kontext gerissen. Aber du musst das wissen und du musst daran glauben, um gerettet zu werden. Was ja total dagegen spricht, an was wir glauben. Als Jesus am Kreuz hing und gesagt hat, es ist vollbracht. Sie sagen, ja, er hat damit gesagt, er hat die alten Prophezeiungen erfüllt. Und so, diese Prophezeiung hat er erfüllt und das ist vollbracht. Was ja teils stimmt, aber auf der anderen Seite, er hat noch so viel mehr gemacht. Er hat den Tod besiegt, er hat uns gerettet, er hat uns für unsere Schuld bezahlt. Dadurch sind wir gerettet, nicht plus. Denn was hat Christus uns mit seinem Blut geschenkt? 1. Korinther 1, 30 bis 31. Hier heißt es doch, dass wir durch Jesus Christus gemacht wurden zur Weisheit, zur Gerechtigkeit, zur Heiligung und zur Erlösung. Was sagt Paulus uns in Galater 1, Vers 8? Aber selbst wenn wir oder ein Engel vom Himmel euch etwas anderes als das Evangelium verkünden, was wir euch gelehrt haben, der soll verflucht sein. Wenn also Manhili wirklich eine Offenbarung bekommen hat, von einem Engel oder irgendwas, wäre es seine Aufgabe gewesen zu prüfen, das stimmt nicht überein mit dem Evangelium, das gelehrt wurde. Dann hätte er diese Erscheinung verfluchen sollen. Es ist doch so, entweder hat Manili alles erfunden und lehrt es jetzt, oder er hatte wirklich eine Erscheinung, aber nicht von einem Engel Gottes. Und darum kann es auch sein, dass er wirklich glaubt an das, was er sagt. Und auch die ganzen Mitglieder glauben an das, was er sagt. Aber es widerspricht dem, was die Apostel und die Kirchenväter und alle gelehrt haben. Wie schon so häufiger gesagt, SCJ glaubt, dass Gott von uns verlangt, dass wir an seine Vorhersagungen und Erfüllungen glauben. Ja, und das versuchen sie mit Johannes 14, 29 zu erklären. Und da heißt es, und nun habe ich es euch gesagt, ehe es geschieht, damit ihr glaubt, wenn es geschieht. Aber hier geht es nicht um irgendeine Offenbarung, Jahre in the making. Hier geht es darum, dass Jesus bald stirbt und dass sie daran glauben, was er alles gelehrt hat. Vers 25 und 26, dies habe ich euch gesprochen, während ich noch bei euch bin, der Beistand aber, der Heilige Geist, den der Vater sendet in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Es geht um das, was Jesus damals gesagt hat, nicht um irgendwas in der Zukunft. Johannes 16, Vers 13, so wird er euch in die Wahrheit leiten. Denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was er hören wird, das wird er reden. Und was zukünftig ist, wird er euch verkünden. Es geht um den Heiligen Geist, nicht um Manhili. Sie sagen, du musst an die Erfüllung glauben. Ja, ich glaube schon, dass was in der Offenbarung steht, erfüllt wird. Aber ich glaube nicht, dass ich wissen muss, was da passiert, damit ich gerettet werde. Manch einer findet es viel wichtiger, seine Zeit zu opfern, um das Wort, um das Evangelium weiterzubringen. Da hat er keine Zeit, um Monate und Monate und Monate zu studieren in der Bibel. Wie gesagt, wenn du diese Gabe hast und lieber ein Teacher bist, dann studierst du in dieser Bibel. Das ist deine Gabe. Wenn du aber die Gabe hast und das Herz hast, verfolgte Christen zu helfen, dann gehst du in ein anderes Land und dann hilfst du praktisch. Da macht es keinen Unterschied, ob du vorher Monate daran verbracht hast, die Offenbarung zu lernen. Weiterhin hat SCJ ein komplett falsches Verständnis von dem neuen Bund. Und das Buch Hebräer verstehen sie gar nicht und wenden auf sich selber an. 1. Johannes 1, 9. Da heißt es, wenn wir aber unsere Sünden bekennen, dann erweist sich Gott als treu und gerecht. Er wird unsere Sünden vergeben und uns von allem Bösen reinigen. Sie glauben auch, dass Jesus schon gekommen ist. Oder dass er gerade kommt, das ist ein bisschen komplizierter. Und dass es heimlich passiert. Das macht irgendwie keinen Sinn, oder?
Weil wir wissen doch, was passiert, wenn Jesus wiederkommt. Alle werden es sehen. Offenbarung 1,7. Siehe, er kommt mit den Wolken. Und jedes Auge wird ihn sehen. Auch die, die ihn durchstochen haben. Und es werden sich seinetwegen alle an die Brust schlagen, alle Geschlechter der Erde. Ja, Amen. Außerdem glauben sie auch, dass man nicht direkt zu Gott beten kann. Außer du gehörst zu dieser Gemeinde. Aber heißt es nicht in Römer 8, Vers 26, dass der Heilige Geist für uns einspringt, wenn wir nicht wissen, was wir beten sollen oder wie wir beten sollen? 1. Johannes 5, 14 bis 15 sagt doch auch, dass Gott unsere Gebete hört. Also Gott hört uns, Gott hört dich, egal zu welcher Gemeinde du gehörst. Es ist so wichtig, das Essentielle zu wissen. Nur Jesus kann den Menschen Rettung bringen. Nichts und niemand auf dieser ganzen Erde rettet uns. Apostelgeschichte 4,12. Denn es ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden sollen. In den Gesprächen habe ich gefragt, okay, wenn ich jetzt die Offenbarung kenne, so was ändert das? Und nach ein bisschen Pause hieß es dann einfach nur, ja, dann weißt du, wo du hingehen musst. Klar ist da noch was Tieferes irgendwie, was sie glauben, drin, aber nein. Du musst es nicht wissen, um gerettet zu werden. Gott sagt nicht, du musst an einem gewissen Punkt sein oder in einer gewissen Gemeinde sein oder einer gewissen Person nachfolgen, außer Jesus, um gerettet zu werden. Die Shincheonji-Gemeinde sagt aber schon, du musst zu ihnen gehören. Du musst daran glauben, was Manhili offenbart hat, sonst kannst du nicht gerettet werden. Bei ihnen wird alles immer komplexer und komplizierter. Und später kannst du auch nicht mehr wirklich nachforschen, so hat das was mit der Bibel zu tun, weil es einfach so komplex ist und du kommst gar nicht mehr hinterher. Und so verlieren sie dich, aber gewinnen dich, weil niemand mehr versteht, okay, worum geht es überhaupt? Es gibt sicherlich noch so viel mehr, an was sie glauben, aber das Video ist schon lang genug und ich habe hoffentlich das Wichtigste vorgetragen, damit ihr ganz klar sehen könnt, wie falsch diese Sekte lehrt. Und wenn du bei ihnen drin bist, dann prüfe wirklich. Schau dir mal eine andere Gemeinde an, rede mal mit anderen Christen und lies das Wort, geh ins Gebet, denn Gott hört dich. Wie ich dir heute gesagt habe, du weißt, wie man gerettet wird. Es ist Jesus Christus, der Glaube an ihn, nicht das Wissen der Offenbarung. Ich habe bei den Mitgliedern keine Beziehung zu Jesus gespürt, sondern es ging eher darum, zu wissen, was noch kommen wird. Es geht nicht mehr um Liebe Gott, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, Umkehr und Sündenbekennung. Nein, es geht um Glaube ist gut, aber du musst noch etwas wissen. Apostelgeschichte 20, Vers 32. Da heißt es, dass nur noch Gott und sein Wort zählen. Und vor allem sagt 2. Timotheus 3, Vers 14, dass wir daran festhalten sollen, was gelehrt wurde. Alte und das Neue Testament. Nichts Neues. Und auch du, falls du noch neu im Glauben bist oder schon länger dabei bist, halte fest an dem, was gelehrt wurde. Glaube an, dass Jesus für dich am Kreuz gestorben ist und damit vollbracht hat, dass du gerettet werden kannst. Auch ohne, dass du die ganze Bibel verstehst. Vor allem die Offenbarung. 2. Petrus 2, Vers 1 sagt doch ganz klar, es gab aber auch falsche Propheten unter dem Volk, wie auch unter euch falsche Lehrer sein werden, die heimlich verderbliche Sekten einführen, indem sie sogar den Herrn, der sie erkauft hat, verleugnen. Und sie werden ein schnelles Verderben über sich selbst bringen. Es steht doch hier, dass diese falschen Lehrer kommen und dass Jesus nicht mehr der Mittelpunkt sein wird. Ich sage es nochmal, ich möchte keine Person fertig machen, die bei Shincheonji ist. Weil ich ja weiß, dass du wirklich dran glaubst. Aber was du glaubst, ist so weit weg von der rettenden Botschaft, die Jesus uns verkündet hat. Und ich bete für dich, für euch, für Erkenntnis. Falls ihr noch irgendwelche Fragen habt zu dem Thema, schreibt mir doch unten in die Kommentare
Ihr könnt mir immer privat auf Instagram schreiben und mich zu irgendeinem Seminar einladen. Aber auch jemand, der noch in dieser Gemeinde ist und raus möchte. Jemand, der aus dieser Gemeinde ausgetreten ist und seine Story teilen will. Vielleicht mache ich einen Livestream mit Personen, die aus dieser Sekte ausgetreten sind. Aber bis dahin, vergesst doch nicht zu abonnieren, zu liken, das Video zu teilen. Weil es ist wichtig, dass viele Leute das mitbekommen. Und bis dahin, Corey hier, ihr da. Meine Stimme ist weg. Alles klar.